Center. Und wer liegt dazwischen? Die ersten vorsichtigen Antworten erwarten wir von der Strecke. Paul und Tanja sitzen auf ihrem Turm und es kann losgehen. Ja, wir stehen sogar hier, weil den einen Stuhl konnten wir uns nicht einigen, wer sich draufsetzen darf. Dann haben wir uns beschlossen, dass niemand sich draufsetzt und wir beide einfach stehen. Soll ja einen schlanken Fuß machen. Die C2 der Männer schwimmen jetzt ein am Start, machen sich also bereit. Einige müssen noch die Bugspitze in den Startschuh hineinbuxieren, bevor es dann losgehen kann mit diesem wilden Rennen im C2 über die 500 Meter. Wie du schon gesagt hast, Michael, um die Plätze 10 bis 18 geht es jetzt hier in der Gesamtwertung der ICF Kanu Sprint und Parakanu Weltmeisterschaften 2023. Was für ein schöner Titel für eine Veranstaltung. Absolutely, and delightful to see some Canadians in the stand this morning. Fans of Craig Spence and Alex Blonto, not least. Can't quite hear you though, Maple Leafers, but I think you've probably got some secret support in the tower as well, so you should be okay. The fastest time is what the Canadians laid down coming through into this B final, well over a second ahead of Moldova and Ukraine. That's the paper form so far this week in Duisburg. Let's look what happens now on the water. These crews now tanking rapidly towards us at 200. Ja, und am besten sind hier weggekommen die Jungs aus der Republik Moldau und die Kanadier genauso. Aber die Ukrainer, die wollen hier bestimmt ein Wörtchen mitsprechen. Mal die Augen auf die Bahn 6 gelenkt, denn die wurden in ihrem Halbfinale Vierter. Mit 4 Zehntel hinter Frankreich sind sie am A-Finale vorbeigeschraubt. Bei den Kanadiern war es ähnlich knapp. 7 Zehntel haben da gefehlt fürs A-Finale. Und diese Wut oder der Ärger oder auch der Verdruss darüber kommt jetzt hier mit ins Boot. Streckenhälfte ist erreicht und die Ukrainer haben die Bugspitze nach vorne gebracht. Well, Moldova decided to do the first 250 on over via rating. They took their rate of striking right up, going best with them in lane one. Kazakhstan, I'm not sure they've got an eye on them. Canada in the middle between Moldova and Ukraine, also still in the picture. Ukraine now looking stronger and stronger as they move towards the line. Die finale Phase in diesem Rennen und im Moment ist es noch die Ukraine. Sind es noch Vitali und Andrija auf der Startbahn 6. Aber die Kanadier, sie hängen dran. Craig und Alex sind mit dabei und nehmen immer mehr Fahrt auf. Well, fellow Canucks, here comes the double-double from Canada, right in the middle of it. But this is all for the last 10 strokes. Ukraine challenging Moldova, putting them under pressure. Lithuania wanting to have something say about it. 3 spots across and only 4 boats, and it looks like it's going to be Ukraine first, Canada second, Moldova third. And, yeah. After some quick comparison of our notes, we think that it was Lithuania fourth across the line, and the data coming up here, yes, Ukraine, Canada, Moldova, and Lithuania for a barn burner to the finish.